Hallo meine weitreisenden Zombie-Entdecker und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren spannenden Runde Dismantle. Ja, die letzte Aufnahme lag schon eine ganze Weile zurück. Ich habe das letztes Wochenende gemacht. Wir haben jetzt wieder dieses Wochenende. Das ist halt die Folge für Montag. Also ein bisschen komplizierter. Und haben bisher nicht weiter großartig dazu, noch Aufnahmen zu machen. Und habe mir jetzt gedacht, okay, jetzt können wir mal wieder loslegen. Und ich weiß gar nicht mehr, was war jetzt das Ziel, was war der Zweck. Wir waren jetzt im Wegestart und sind hierher. Hier kann man alles auslöschen, aber wir kommen, glaube ich, noch nicht überall rein, ne? Oder doch? Mann, ich mache immer den Fehler mit meinen Messern. Mist. Ich bin gerade überlegen. Ich glaube, wir wollten in unser altes Gebiet zurück, um, genau, wir haben ja die Dietriche. Jetzt habe ich. Wir haben die Dietriche. Den Dietrichen wollten wir zurück, um da das eine Gebiet aufzumachen. Und dann wollten wir da die Zombies immer wegmachen, dass wir den Hauptstartpunkt, da wo das Tutorial am Anfang war, weitermachen konnten. Genau, das war, glaube ich, der Sinn und Zweck. Genau, das werden wir auch tun. Wir werden dann mal zurücklaufen. Okay, da brauche ich meine andere Waffe. Also, mein Brecheisen. Genau, wir brauchen noch 7 Dinger. Dann können wir den Rucksack aufbessern. Das sollten wir dann eigentlich auch als nächstes mal anplanen. Dass wir dann auch den Rucksack gleich haben. Mensch, ich muss erstmal wieder reinkommen. Das dauert einen Moment immer. Immer eine Weile. Also, regulär nehme ich sonst nicht so immer viel vorher auf. Aber es ging diesmal nicht anders. Ah, die Waschmaschine geht noch nicht. Ging diesmal partout nicht anders, weil durch die Arbeit und alles drum und dran weiß ich, dass ich das am Tag nicht schaffe, 2 Let's Plays aufzunehmen. Deswegen mache ich immer einen auf jeden Fall in Vorproduktion. Was mich bei so einem Spiel wie Dismantle eigentlich sehr gut anbietet, weil du einfach wirklich komplett durchspielen kannst. Und das andere mache ich dann meistens in der Woche, damit ich ein bisschen dabei bleiben kann, um auch ein bisschen zu checken, um was es geht und so weiter. Und das ist bei Elex 2 eigentlich so sinnvollsten, wo ich vielleicht diesmal beides vorab auf. Muss ich mal gucken. So, jetzt haben wir hier schon wieder genug Materialien. Kannst du wieder einlagern, mein Kleiner? Da. Dann starte mal die hier auch, die wegmachst du vor deiner Nase. Wird immer noch ein richtig tolles Spiel. Das macht richtig Spaß. Und ich glaube auch nicht, dass, wenn wir die Türme da aktiviert haben, dass wir dann von der Insel kommen. Habe ich nicht im Gefühl. Ich glaube, das geht dann noch weiter. So, warte mal. Ich wollte eigentlich aber auch hauptsächlich gucken, ob wir noch Elektronikteile finden. Ne? Gibst du nicht? Nee, das ist mir nach. Doch, doch, der gibt einen. Sehr schön. Noch 5. Noch 5. Noch 5 Barren. Ja, irgendwo haben wir bestimmt Parkbänke übersehen und sowas alles. Das können wir dann auf jeden Fall nehmen. Ach du Heiliger, hier haben wir auch noch gar nichts gemacht. Ich finde es toll, dass du wirklich die Möglichkeit hast, dass die liegen bleiben. Auch interessant erzählt dann von der Sache her, dass du das sein kann, wenn du das lässt, kannst du immer wieder die Monster abfarmen von dem EP-Stand und sowas. Bringt dir aber nicht so viel, weil es jetzt auch nicht gerade. Oh ja, die brauchen wir. Die brauchen wir ganz viel, damit wir diese Türme auf jeden Fall aktivieren. Ich glaube immer noch nicht, dass man hier eine Basis errichten kann. Damit habe ich mich ja doch ein bisschen abgefunden. Aber hey, muss man ja auch nicht immer unbedingt. Es geht hier eher so ums Reisen und von davon kommen. Von daher passt das schon. Bin ja gespannt, wie lange die ganze Geschichte dann hier auch andauert. Das darf man ja auch nicht vergessen. Es dauert aber schon mal eine Weile, bis du die Geschichte durch hast und kennengelernt hast. So, mal hier rein. Ist erstmal das allmorgendliche Ritual der Zerstörung, ja? Das ist immer erstmal wichtig. Erstmal machen wir hier so ein bisschen Zerstörungsarbeit, bevor man dann weitergeht. Der Rotter unten. Ich kam von hier, ne? Dachte ich. Nein, also doch nicht. Ach nee, da oben. Hey, guck doch einfach auf deine Minimap. Ja, ich weiß. Voll verplant. Ist noch, früher morgen nicht mehr, man ist schon früh wach, aber der Tag ist schon ein klein wenig vorangeschritten heute. Von hier aus komme ich da jetzt aber nicht weiter, ne?
Regulär machst du, wenn du in einer Zombie-Apokalypse bist, erstmal lieber die Tür zu, wenn du in so einem Haus unterwegs bist. Denn, das kann ganz schnell passieren, dass auf einmal in deinem Haus mehr Leute stehen. Warum kriege ich aber nicht aus jedem elektronische Teile? Wenn ich sowas zerstöre wie ein Toaster und sowas. Da sind doch elektronische Sachen drin. Oder ist da keine Platine drin? Ich habe noch nie einen Toaster auseinandergenommen, deswegen kann ich es nicht beantworten. Wir müssen auch noch mehr fischen. Wir müssen noch mehr fischen. So, wir brauchen noch zwei. Wenn wir hier ein paar, wenn wir hier ein paar Heizungen finden würden, wäre das auch nicht schlecht. Du rennst schon wieder in die falsche Richtung. Sehr gut, mein Kleiner, sehr gut. Da ist die ganze Insel leer, weil du einfach mal einen Hammer oder irgendwas bekommst. Ja, das wäre auch schon witzig. Hier waren wir, ne? Genau. Blup. Irgendwie einfach ein Spiel. Ich muss sagen, hier bist du wirklich entspannt. Also, ist das einfach schön. So viel Entspannung hast du bei anderen Spielen jetzt nicht unbedingt. Was aber nicht unbedingt brauchst, aber ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass das so ein pures Entspannungsspiel ist. Warum eigentlich wird es immer nass, wenn ich den Klopapierhalter zerstöre? Wenn ich das Klo kaputt mache, passiert nicht so sehr. Aber wenn ich den Klopapierhalter zerstöre. Oh, guck mal, da müsste doch. Ja, noch mehr. Das ist gut. Ich brauche die alle. Oh. Eier mit Speck. Oh, sehr gut. Also müssen wir wieder Eier suchen. Ich will auch alle Gerichte gerne versuchen zu kochen. Das wirklich alles einmal dann machen. Muss man alles auch einmal so ein bisschen aufbessern und aufpolieren und verbessern. Und das Hochwasser kann ich leider erst aufbessern, wenn ich als nächstes. Ich glaube, da brauche ich eine bessere Bewaffnung, ne? Also ein besseres Zerstörwerk brauche ich da wahrscheinlich. So. Nee, das kann ich nicht. Aber hier gibt es keine Heizungen? Guck mal, habt ihr keinen Winter? Kann ich noch Keramik mitnehmen? Ja, Keramik geht noch. Ich glaube, wenn ich die jetzt zerstöre, kriege ich sie nicht mehr mit. Was wenn ich nicht zerstöre? Gibt es da nicht auch Elektronik-Parts raus? Nein, gibt's nicht. Na egal. Wadu, Keramik wird noch was. Nein! Voll! Okay. Da unten müssen wir auch nochmal. Also ich mache den Raum erstmal so ein bisschen. Also das ist so diese ersten paar Minuten, wo man sagt, erstmal ins Spiel wieder reinkommen, ein bisschen Materialien finden, schon mal vorbereiten. Dann machen wir das Gebäude einfach clear. Und wenn wir das fertig haben, dann gehe ich auch wirklich ganz fest versprochen, gehe ich da zurück. Und werde dann da mal das Ding aktivieren, dass wir im Hauptgebiet spielen können nochmal, also in unserem Tutorial. Und dort war ja auch gewesen ein Gebäude, was wir erst noch öffnen können. Und dazu haben wir den Dietrich schon erlernt. Okay, das ist nur. Ja. Oh, kann ich jetzt kaputt machen? Nee, komm. Doch, hier ist doch was. Nee. Aber anscheinend da. Haha, wieder ein Technical Part. Das ist wirklich gut. Die brauchen wir einfach. Die Technical Parts sind schon sehr wichtig. Das ist doch eine Klimaanlage. Das ist doch auch. Ja, nur Plastik. Hat gar keine Elektronik drin. Nein, überhaupt nicht. Grimmel, Grimmel. Mist, das ärgert mich gerade. Ach. Ja, das nehme ich ja wie gesagt jetzt einmal alles mal mit. Was ist denn hier noch drin, ne? Wichtige Dokumente. Ja. Achso, das war ein Kühlschrank. Hm. Ah, da gibt es nochmal einen Barren. Dann sind wir bei 14, ne? Ja, noch ein Barren und dann könnten wir sogar noch unseren Rucksack. Ihr wisst, was das heißt, ne, Leute? Ihr wisst, was das heißt. Suchen wir uns mal eine Bank oder irgendwie was. Oder ist hier irgendwas, was wie eine Heizung drin hat? Ja, da, siehst du. Da ist eine Heizung. Da ist eine Heizung. Die nehmen wir mit und dann können wir uns nämlich noch den Rucksack einmal aufwerten. Dann nehmen wir den Rucksack noch einmal mit, dann haben wir noch mal ein bisschen mehr Platz. Können noch mal mehr Sachen tragen und das finde ich gar nicht so schlecht. Lass mich raus. Sehr gut.
So, warte mal, dahin. Und dann bauen wir den Rucksack einmal. Und dann haben wir nämlich gleich schon den nächstgrößere Rucksackpart dabei. Ausrüstung verbessern. Rucksack. Oh, wir sind übrigens schon fast fertig mit dem Rucksack. Und noch eine Stufe. Stahl und Elektronikteile. Holla, die Waldfee. Was bringt mir das? Naja, komm, machen wir einfach mal das hier mit. Wir haben so viel davon. Plastik und Stoff. Da brauche ich... Ja, da brauche ich 12 Elektronikschrott. Wieso brauche ich hier Elektronik? Na egal, lass mal. Das sind was. Schmerztabletten. Anzahl der Anwendung 2 von 3. Roter Pilz und Rotauge. Verbände, Plastik und... Oh, Verbände machen wir mal. Damit könnte ich mich dann heilen, ne? Da brauche ich Blutkonserve, brauche nochmal Stoff. Würfel ist nur Glück. Angelköder. P durch Angeln von 0 auf 10%. Oh. Ja. Gegner Sichtweite geschrumpft. Um 18, ja. So, jetzt habe ich kein Plastik mehr, wa? Lupe jetzt nicht. Der bitte Chance beim Sammeln. Ja, ja, okay. Schlafsack. Brauche nochmal Fell. Okay. Haben wir mal ein bisschen was gemacht? Kann ich was noch erfinden eigentlich? Monsterköder, Dolchtrio, das brauche ich jetzt nicht weiter. Buschhut, da brauche ich auch nochmal Fell. Gewöhnlicher Kompakter, was war das hier eigentlich? Verdoppeltes Fassungsvermögen, Materialtaschen für gewöhnliche Materialien. Ja, okay, das könnte man nochmal machen. Aufbewahrungskiste, Topfhalter, okay, gut. Dann würde ich sagen, nichtsdestotrotz, auf geht's. Ach, habe ich das schon markiert? In diese Richtung geht's gegen Heimat. Also raus! Ich wollte rumlaufen. Nö. Jetzt kann ich, dann zerstöre ich auch. Ist nicht auch manchmal so im Real Life, so, wo du denkst, so, wenn ich das Ding jetzt einfach kaputt machen könnte, könnte ich direkt gerade rufen. Nein, ich muss jetzt 500.000 Kilometer drumherum laufen. Guck mal her. Nein. Das ist geil. So. Moosbewachsenes Haus. Nein, 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 nein. Du hast gesagt, du möchtest Richtung... Mist, jetzt bin ich erwischt. Wow. Wow, da habe ich nicht... Guck mal, da ist ein blödes Ding unterwegs. Ach, Mist. Oh, mein Finisher geht... Ah ja, gut, von hinten ging der immer, ne? Brauch leider noch ein Fell, meine Kleine. Die Wölfe bleiben ja auch nicht mehr. Zack. Ah ja, genau, hier war das. Aber wir müssen weiter in diese Richtung runter... Sag mal, sind die hier jetzt auf Dauer tot? Ne, hier nicht, ne? Ah, okay, ich bewege mich gerade in einem Gebiet, wo ich das erst noch aktivieren muss. Wo bin ich denn hier jetzt? Ach, das ist das Hauptgebiet. Ach, guck mal, wenn ich hier den Weg runtergehe, wenn ich da runtergehe den Weg, dann komme ich ja da an. So. Ah, der ist aber tot, hä? Warum bleibt der tot, aber die anderen nicht? Ist er wieder irgendwo reingefallen, wo ich das nicht sehe? Wow, 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 wie viele sind denn hier? Bitte, what the hell? Oh. Wie viel habt ihr denn hier hergepackt? Ey, das ist ja nicht normal. Ah doch, stimmt ja, war ja damals gewesen, da waren ja extrem viele. Ich bin ja aber stärker als ihr. Oh, da war ich etwas unvorsichtig. So, lasst uns als allererstes den Turm aktivieren. Dann können wir hier alles andere freiräumen und dann können wir auch immer in das Gebäude gehen mit der Tür dann, wo es abgeschlossen ist. Ich würde nämlich gerne wissen, was da drin ist. Einzigste ein bisschen Material schon mal abwägen. Okay.
Okay, da komme ich an dem vorbei, aber da kommt da oben noch mal einer. Warte mal, ich will nämlich erst den Dings aktivieren und danach will ich töten. Genau, so. Was ist das hier eigentlich? War das Scanner? Zeigt Statistiken wie etwa die Anzahl der Monster im Empfangsbereich. Ja, ja, hier zack, herstellen und installiert. So, jetzt haben wir das. Jetzt bleiben die Monster tot. Und jetzt können wir auch mal loslegen. Wir haben mittlerweile so viele Mana-Perlen. Zack. Und hier war, genau, hier war jetzt der Bereich, wo wir nicht reinkamen, ne? Hey. Oh. Hast du mal jetzt auf, da rumzurennen? Ich hasse dich. Ich hasse dich. So, jetzt kommen wir hier nämlich mal rein. Standard Dietrich. Schlüssel benutzt. Haha. Erstmal machen wir das hier. Die Insel ist gefallen. Werde auch ich fallen? Muss ich diesen Hort der Ruhe verlassen? This is an automated recording sent from K23, the Crown Station. Okay, okay. Warte mal, eins. Und dann zerstören wir das hier mal. Wieder nämlich... Nee, hä? Warum hat Nem jetzt keine Komponente gegeben? Ich brauche diese Elektrik-Komponente. Gab es hier noch irgendwo einen Raum, der zu war? Nee, in dem Bereich nicht, ne? Oh ja! Ach, das... Ah! Die Hightech-Ausrüstung vergangener Tage. Aha! So lange ist das auch noch nicht her, oder? Ah doch, das ist ja Flash jetzt schon, ne? Aber wie kann ich denn dem Gedanken erliegen, dass ich hier von wegkomme aus dem Gebiet? Wenn es schon Äonen her ist, als hier alles den Bach runterging. Das frage ich mich gerade, weißt du? Er sagte, wir wollen von der Insel, weil da eine, irgendwie was von wegen, wie nennt das, so eine Mitteilung, dass die Insel evakuieren. Evakuierungsmitteilung, jetzt habe ich es. Gerade ein bisschen auf dem Schlauch gestanden. Hat nicht viel, keine Angst. Die Evakuierungsmitteilung ist doch auch schon Äonen alt. Wie kann ich dem erliegen, dass der noch frisch und gültig ist? Ja, können wir mal die Tür auch öffnen, so. Und dann haben wir hier das Ding, genau. Und jetzt können wir nämlich eigentlich alles hier wegklären. Also wenn wir jetzt was töten, sozusagen, haben wir unsere Ruhe, dann komme ich mal hier wieder. Das ist auch schon mal geklärt. Hier gibt es das also. Das ist ja geil. Die Außendinge müsste man sozusagen machen. So. Wir brauchen, glaube ich, noch das... Ja, genau. Das ist der schwierigste Part. Ist der da unten. Genau. Der schwierigste Part ist der da unten. Also müssten wir den hier angehen? Wir gehen den hier an, damit das hier frei ist. Dann können wir hier clearen. Warte mal, da ist da noch ein... Nee, ich drücke mal die falsche Taste. Hier ist ja noch was. Warte mal, warte mal. Komme ich hier schon rein? Hallöchen! Das ist ja gut. Nee, du sollst eigentlich nur das hier drum drehen, genau. Nein, lesen. Liebes Zu, liebe Jamie. Gestern Nacht, als sie geschlafen hat, habe ich einige Wertsachen vor unserem Haus vergraben. Nur für den Fall, dass sie zurückkommen und wieder alles durchsuchen, wenn ich bis Sonntag nicht zurück bin. Tausch das Zeug gegen eine Fahrkarte zum Evakuierungstransporter ein. Ich bin sicher, die kann man mit Vernunft überzeugen. Dann bis nächste Woche. In Liebe, euer Papst. Okay. Ah, da oben und dort. Ah, gut, gut, gut. Das habe ich ja. Annehmen, annehmen. Cool, eine Quest gefunden. Ist ja nice. Machen wir da noch gleich. Das müsste der da sein, dort in dem Bereich. Ich hoffe bei sowas immer, dass die da wirklich dann losgezogen sind. Der Papa ist zurückgekommen, die sind losgezogen und sind von der Insel gekommen. Wenn es nicht ist, dass wenn du von der Insel kommst, dass es genauso ist. Das erinnert mich so ein bisschen an, was ich damals sehr gut fand, war 7 Days Later. War richtig gut gemacht, der Horror mit dem Wutvirus. So ein bisschen auch
ich sag mal, ein bisschen erklärt, das Ganze, ne? Und, fand ich super cool dargestellt mit diesem Wutvirus. Und die Geschichte darum war auch wirklich nice. Und auch hier 28 Weeks Later fand ich gar nicht ohne. Ah! Manche Tische bringen auch schon was, Holz. Sehr schön. Genau, 28 Weeks Later war dann auch cool gemacht. Und dann ist der ja sozusagen mit dem Hubschrauber weg. Und dadurch kam das ja rüber. Und dann siehst du nur noch eine Endscene, wo der sozusagen in Paris, glaube ich, war es gewesen. Wo du siehst, wie sie in Paris rumrennen. Finde ich genial gemacht. Ich warte ja immer noch auf 28 Months Later. Das wäre so genial, der Film. Bin ich richtig Bock drauf. Aber na gut. Müssen wir mal gucken. Ist ja auch mal so eine Sache mit dem Film. Auch cool gewesen war es ja mit dem Schauspieler, ne? Der Hawkeye gespielt hat. Man fällt der Name jetzt an. Immer wenn es wichtig ist, fällt mir der Name nicht ein. Ich weiß, wer das ist. Ich kenne ihn. Jeremy Renner. Auch, finde ich, ein sehr angenehmer Schauspieler. Ich mag ja so Schauspieler wie ihn jetzt vom Typus her. Einfach nur cool. Ja, nochmal Eisen. Warte mal, die Eisen brauchen wir jetzt gerade erstmal nicht mehr, ne? Ja, doch, brauchen wir eigentlich immer. Aber wir brauchen jetzt Stahl. Krieg ich einen Stahl jetzt als nächstes her? Warum bin ich jetzt eigentlich hier drin und will das alles zerstören? Oh. In den abgeschlossenen Räumen kriegst du scheinbar die ganz guten Sachen. Sehr gut. Aus der Lampe hätten wir wieder Elektronik-Parts kommen können. Kann ich hier noch was durchsuchen? Nee, wa? Na egal. Wir wollten jetzt die eine Quest mal hier machen. Komm, wir bringen das mal weg. Und dann graben wir einfach mal eine Runde. Kannst du mir Gepäck? Mach mir mal den und gib mir mal den da. Genau. Einfach eine Runde graben. So, nehmen wir erstmal aber das, damit wir kurz die Zombies. Wow. Oder wie die Zwillinge. Gut, ihr wart gerade Drillinge, aber jetzt nicht mehr existent in diesem Leben. Wir sehen uns auf der anderen Seite. So, also, irgendwie in den Ecken war das gewesen. Also, wenn ich das so richtig noch im Kopf habe, war einer hier. Tada! Und dann war der andere hier oben. Tada! Geile Werkstoffe. Also wirklich gute Werkstoffe. Danke. Und wieder eine fast Level 15. Coole Sache. So. Gut, das haben wir. Dann haben wir wieder auch gute Materialien bekommen. So. Jetzt hatte ich mir den Punkt nach da unten gesetzt. Genau. Ich will da nach unten. Wir den aktivieren. Und wenn wir den nämlich dann auch haben. Nicht. Ah ja, nimm mal mit, mein Kleiner, wenn du schon hier bist. Das sind alles wichtige Werkstoffe. Die lässt du sonst nur verkommen. Nee, da will ich nicht lang. Aber warte mal, komme ich hier irgendwo überhaupt raus? Nee, ich muss wieder rum, ne? Au. Ich war jetzt ein bisschen fehl. Ich muss ja wieder raus. Ich kann nicht einfach so. Ich muss wieder den Weg nach unten laufen. Genau, wieder nach unten laufen. Und da muss ich dann, mal her. So, hier runter und dann nach linksseitig einschlagen. Kriegen wir schon hin. Lululululu. Ich weiß nicht. So 5 von 15. Hä? Lol. Ja, wieso? Hä? Wieso? Das ist jetzt alles nachgespawnt. Die habe ich aber nicht in der Phase getötet. Deswegen kommt es jetzt nach? War doch früher gar nicht so. Verstehe ich jetzt gerade gar nicht. Ist es jetzt so ein bisschen... oh. Warte mal. So rum war das. Ausweichen nur, wenn er den Schlag macht. Ansonsten bringt das nichts. Gut. War jetzt ein bisschen fair gerade der Anfang. Aber ich war auch jetzt ein klein wenig überrascht.
Lass die am Rehe. Die mache ich maximal tot, weil ich ihr Leder brauche. Hi. Oh ja, naja, du bist eh erstmal lieber auf den Menschen. Na klar. Bitte sehr, mein Kleiner. Zieh von dannen. Au. Das ist ein Baum. Hier war ich schon mal. Genau, hier habe ich mir schon mal Weg frei gemacht. Nimm mal mit. Pilze brauchst du auch. Hä? Genau, hier war der Bauernhof. Hier war der Bauernhof. Da ist so ein blöder Spucker. Den will ich jetzt eigentlich auch nicht. Der sieht winzig aus und den Traktor für... Ist doch scheißegal. Der hat einen Traktor. Lass ihn doch. Man kann sich über Dinge auch aufregen. Sag mal, kommst du wirklich aus Amerika oder bist du ein Deutscher? Ich komme selber aus Deutschland. Ich setze nur gerne immer Deutsche gerne als meckerwütig ein und füttel dem Kraftwerk. Camper! Ist so, dass ich durch den Jobs und alles kennengelernt habe, dass es einfach häufig ist, dass die viel mehr meckern als eigentlich nötig. Das ist doch das Ding hier. Oh, ich komme hier rein. Ja, was machst du nun, hä? So, wir aktivieren den mal. Sieht eigentlich schon ganz gut. Guck mal, das Ding haben wir aber, guck mal, wir haben gerade mal das hier entdeckt. Das hier haben wir gerade mal entdeckt. Mit 1, 2, 3, 4, glaube ich. Ist noch gar nichts. So, pass auf, wir installieren gleich die tödliche Frequenz. Dann haben wir hier nämlich schon mal, dass wir die Monster loswerden. Ist auch ganz wichtig, denn da hinten haben wir noch einen extremen Kampf gegen jemanden. Und zwar gegen einen von diesen großen. Da ist einer von diesen Riesendingern. Die haben uns bis jetzt eigentlich, er hat uns immer fertig gemacht. Oh. So, schrei mal, du bist schon tot. Ach, hier wäre noch eine Tür gewesen, oder was? Ja, ne? Ne, da war eine Tür, wa? Na, wir haben noch ein bisschen Zeit, komm. Im Endeffekt war es aber nur, um mich wieder zu regenerieren. So, was haben wir hier so drin? Da ist ein Computer auf jeden Fall. Ja, du kannst eigentlich hier schon mal auf die Brechstange wechseln, das bringt dir ja alles nichts. Ich glaube, am Ende geht die Machete höher. Sag mal, kann ich den da? Ja! Haha! Gut zu wissen. Also, wenn wir Reifen jetzt sehen, dann kriegen wir noch schneller unser Gummi zusammen. Was sehr wichtig ist. Wir brauchen Gummi. Wir brauchen verdammt viele Gummi. Ich will nämlich die Wurfmesser noch fertig machen. Das nächste Ziel, die Wurfmesser. Da kaputt. Der dreht sich und dreht sich. Manchmal, wo ich in die Richtung gegangen bin, dreht er sich in die andere. Oder ist das mal? Nee, das ist egal, wo ich das Ding hinhalte. Das ist da, wo er steht. Geht das hier kaputt? Oh Mann, wie viel wir kaputt machen können. Nee, das kriege ich noch nicht kaputt. Schade. So, haben wir auch schon wieder geschafft. Wollen wir uns schon mal ein bisschen vorarbeiten, dass wir vorbereiten für den da, damit wir diese Quest auch mal bald erledigen? Weil ich glaube nicht, dass das Spiel dann zu Ende ist. Ich habe das Gefühl... Hallo. Ich habe nämlich das Gefühl, bin ich ganz ehrlich... Ja, aber was passiert, wenn ich da reinfalle? Mich doch tot. Jetzt stehe ich hier. Und nun? Wir beide nur ausweichen. Da kamen die Monster her, aber was ich damit machen kann, weiß ich nicht, wa? Hm. Vielleicht finde ich es noch heraus. Wa? Eigentlich könntest du ja mal deine Waffe wechseln.
Da brauchte ich ja auch Electronic Parts für die. So, Baustelle Heckenfeld? Eine große Baustelle. Ja, okay. Ja, das ist auch gar nicht so schlecht. Wir wollten jetzt aber erstmal... Eigentlich wollte ich nach unten gehen. Oh, 15. Hä, warum habe ich jetzt in die andere... Ich habe den doch ausgewählt und bin in die andere Richtung gefallen. Ärgerlich. Grauhaft. Oh, Vielleicht auch gleich mal regenerieren. So. Gelehriger Schüler, EP durch alles 8. Heile dich selbst mit mehr Heilungsgegenständen. Geheilte Menge und plus. Eigentlich schon gut, ne? Wo die EP jedes Mal bringt auch was. Aber wie hoch geht das dann? Ah, komm. Erfinden und herstellen. Was habe ich jetzt neu gelernt? Baseballschläger? Ah, hallo. 24er Schlag. Was hast du hier? Der hat jetzt 35er Schnitt, aber der hat einen 24er Schlag. Okay. 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 Mehr nicht. Mehr nicht? Ein Ding? Wenn wir Fälle besorgen, könnten wir uns diesen Hut dann mal machen. Sollten wir vielleicht auch mal. Aber ich bräuchte mal wieder ein paar Wölfe. Oh, eine schöne Stadt hier. Da ist was. Hör auf, immer die Dinger zu schlagen. Meine Taktik ist zwar... Ei, da drinne, da drinne, da drinne. Warte mal, wie, was? Nö, ist mir egal. Die Kiste wahrscheinlich eh wieder nicht auf 5 Sekunden oder irgendwie bla Keks-Ding. Nee. Wir wollten hier erstmal so ein bisschen freiräumen. What the hell? Hä? Warum... Jetzt leg mal die Kamera ein bisschen anders und... Ah. So, jetzt haben wir... Nein. Ah. Irgendwie hat er jetzt gerade in die Richtung so komisch geschlagen. Habe ich da jetzt total den Fehler gemacht? Irgendwie habe ich da gerade voll den Fehler gemacht, ne? Hat irgendwie nicht in die richtige Richtung geschlagen. So, da muss ich rein. Aber da drin ist ein Riesenvieh. Ja, genau der da. Anders, hier kommt man aber auch nicht anders rein, ne? Ich kann ihn auch nicht zerstören. Aber ich muss da rein. Ich muss da rein. Vielleicht sollten wir in der nächsten Folge erstmal gucken, dass wir Gummi und Holz irgendwie herbekommen. Gummi und Holz bekommen, damit wir... da wäre es, glaube ich, besser, wenn wir die nächste Mal die Baustelle angehen. Die Baustelle wäre eigentlich sinnvoll. Dass wir die als nächstes machen. Lass mich hier rein, ja, jetzt, Mann. Wenn du die von hinten attackst, dann... Oh. Hat er nicht mitgerechnet. Wenn du die Baustelle machst, dass da vielleicht nochmal ein bisschen Holz herauskommt. Experten-Dietrich. Experten-Dietrich. Weil ich will da ja irgendwie rein, aber ich kann gegen den nicht im Nahkampf bestehen. Also brauche ich gegen den ja Fernkampf. Klar, logische Sache, ne? Also würde ich sagen, in der nächsten Folge kümmern wir uns erstmal um die Baustelle und schauen, dass wir da Materialien reinkriegen, dass wir vielleicht die Wurfmesser nochmal erhöhen können. Wäre eigentlich gar nicht so ohne, wenn wir nochmal ein bisschen die Wurfmesser einfach erhöhen. Von daher würde ich sagen, sehen wir uns nächste Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mal ein Kommi, Like oder vielleicht ein Abo da lassen.
Und ansonsten, wie gesagt, nächste Folge. Baustelle, machen wir dann Clearchen. Und gucken, dass wir Materialien zusammenkriegen, dass wir vielleicht dieses blöde Monster da irgendwie jetzt mal besiegen können. Weil ich würde schon gerne weg haben, dass wir dann die Möglichkeit haben, zu sagen, wir können jetzt den anderen Turm da, damit wir dann endlich mal Flucht von der Insel die Quest erstmal anerledigen. Ich glaube nicht, dass das dann wirklich weg ist, sondern dass wir dann wahrscheinlich irgendwie was erfahren. Ah, du musst hier im Osten ist nicht mehr möglich, jetzt im Westen musst du gehen. Im Westen sagen sie, du musst in den Osten gehen. Das war eine Szene aus Zombieland. Naja, im Westen sagen sie im Osten sagen sie im Westen, im Norden sagen sie im Süden sagen sie im Norden. Und im Endeffekt ist man nirgendwo mehr sicher. Darum machen wir uns einen sicheren Hafen hier. Das klappt auch schon. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wann ihr euch die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute bis dahin. Ciao!